Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Citroën CX. Bei uns auf dem Kanal war ja viel Wirbel um dieses Auto, Thema Fahrwerk, Thema Bremsen. Und das Gute ist, es war ein Citroën-Experte hier bei uns im Haus und hat sich das Ganze angeguckt und hat sich unser Auto mal hochgehoben und gemeinsam mit dem Patrick mal angeschaut. Ich war an dem Tag leider nicht dabei, aber wie gesagt, schaut selbst. Wir haben gerade den Frank zu Besuch, der hat sich bereit erklärt. Hallo Frank. Bereit erklärt, du bist ehemaliger technischer Berater von CX Club Deutschland. Ja. Das heißt, wir haben da einen Vollprofi, was CX angeht. Ich mach's ja schon ein paar Jährchen, ja. Und der ist jetzt mit unseren CX-Probe gefahren. Ja. Und dein Fazit dazu, kurz? Ganz kurz heißt, dass der CX so zu 80-85% fährt, wie er fahren soll. Also Lenken und so weiter ist gut. Es gibt ein bisschen teigiges Gefühl im Steuerteil, aber völlig im gebrauchten Bereich. Mhm. Also nicht als defekt zu bezeichnen. Da, wo du gesagt hast, wo wir definitiv nochmal dran müssen, ist die Bremse. Ja, die Bremse hat eine Verzögerung, die nicht dahin gehört. Okay, das heißt, du hast wirklich ein paar Kilo Bremskraft schon, passiert nichts und dann geht es halt ruckartig. Okay. Und da ist auf jeden Fall, müsst ihr nochmal ran. Okay. Der Tipp von deiner Seite an der Stelle ist, hast du auch gemeint, ist schwer zu geben, weil es da so viele verschiedene Faktoren wahrscheinlich gibt, die da zusammenspielen. Also eigentlich muss man das Bremsventil mal ins Auge nehmen, eventuell durch einen geprüften Ersatz ersetzen. Ja. Weil es kann Dreck sein, es kann aber auch Verschleiß sein, dass einfach da drin die Mechanik auch nicht mehr sanft funktioniert, sondern nur noch ruckartig. Vielleicht kann man da vom letzten Video so eine Einblendung machen, da habe ich ja alte und neue Versionen auf dem Zettel da gegeneinander liegen gehabt. Ne? Ja. Also so schaut dieses Bremsventil von innen aus und dass das natürlich irgendwann einmal verschleift, ist klar. Die sind relativ selten kaputt. Ja. Wenn, dann, dann werden sie undicht und dann saut es ja halt den Teppich innen ein. Ja. Also innen dann? Ja, das okay, also wer die LRM tropft also meistens dann nach innen. Ja. Verstehe. Und weil dann die Gummidichtung kaputt wird und die Dichtungen, die halt riechst du auch nicht, wenn es wenig ist. Müsstest du eigentlich mal gucken, wenn der Teppich weg ist, ob da ein bisschen grün ist. Ja, können wir. Aber das ist, hat nichts damit zu tun, dass er verzögert. Das verstehe. Ne? Das ist dann zweitrangig. Ja. Okay, gut. Ja, okay. Gut. Ja, man sieht ja, wir haben ein bisschen Leitung gemacht und so weiter. Da Frank erklärt uns gerade, was zu beachten haben, weil wir ja gesagt haben, die Achsmanschetten sind ja nicht mehr die besten oder die schönsten. Die fangen halt schon an verschiedenen Stellen. Leucht mal bitte her vielleicht. Ja. Dass man halt einfach sieht, dass die schon, die fangen halt an. Also es ist jetzt, es ist keine Gefahr im Verzögerung und man muss es nicht gleich machen, aber sie kommen definitiv. Also das ist halt der Punkt, den man dann machen müsste. Ja, die ist besser hier. Ja. Also die ist eigentlich gut und es scheint auch noch eine originale zu sein, weil die ist vom Material her noch schön. Okay. Problem bei den Achsmanschetten ist, es ist wirklich eine Qualitätsfrage. Ich denke, das kennt ihr von anderen Oldies auch. Bin sicher. Eine originale Citroën New Old Stock ist die erste Wahl, ist auch praktisch nicht mehr zu bekommen. Und am besten guckt man nach Herstellern, die halt gewissen Namen haben, also Lebrö oder sowas in der Richtung. Ja, es ist aber letztendlich ein Wabankspiel und gut, wenn so ein Auto natürlich nur noch 4000 Kilometer im Jahr bewegt wird, dann hält die natürlich einige Jahre. Aber es bleibt natürlich dabei, so wie früher, wenn man so ein Ding mit 20.000 im Jahr abreißt, dann haben früher Antriebswellen, haben problemlos ein paar Jahre gehalten. Mhm. Mit den aktuellen Qualität bist du halt dann nicht, mindestens zu jedem TÜV wieder neu dran. Ja. Oh Gott. Das ist ein bisschen ein Problem. Bisschen doof, Qualitätsproblem, Dann hat er noch gemeint, auf jeden Fall immer das Lager, das Stützlager von der rechten Antriebswelle immer mitwechseln, wenn man das schon macht. Nein, sagen wir mal so, man muss es ausbauen und muss sehen, ob es noch eben wirklich schmatzend, geräuschfrei läuft. Und dann ist es okay. Okay. Und wenn es aber eben sich schon, wenn man merkt, so im Finger, dass da schon ein bisschen was arbeitet. Dann und lieber, aber für Mechaniker, die wissen ja, was ich meine. Und dann lieber machen, weil man macht es heiß, kann es abschlagen, draufschlagen. Kostet irgendwie 15 bis 20 Euro. Ah, okay. Ja. Also es ist der Schaden, der dadurch entsteht, der ist hundertfach höher. Ja. Hundertfach höher. Weil die Ölwanne im schlimmsten Fall reißt die Ölwanne auseinander. Mhm. Und dann muss der Motor raus, muss komplett, also fast wie eine Motorüberholung zerlegt werden. Das ist dann ein sehr teurer Folgeschaden. Ja. Also wir holen uns da gerade wertvolle Tipps für unseren CX oder auch dann für den zukünftigen CX-Fahrer. Dann hast du gesagt, Was er hier guckt mit, das macht er hier, die Simmerringe, das sind alles Standardware, die 5, 6, 7 Euro kosten. Die ersetzt er dann mit auf beiden Seiten. Ne? Ja. Dann hast du noch gemeint, diese Auspuffanlage ist mittlerweile Gold. Irgendwie so ein Goldstab. Die Auspuffanlage gab es nur von Sebring, wurde aber nur gefertigt für Arndt. Mhm. Und das sieht man auch hinten drauf, ist ja Arndt eingestanzt. Ja. Und das ist, ich glaube, Mitte der 80er gewesen. Mhm. Und die gab es eine Weile zu kaufen, aber die gibt es
schon seit 20 Jahren nicht mehr zu kaufen. Okay. Und war ja auch teuer damals. Und ja, insofern ist es wirklich ein kleines Highlight, das Auto hat. Weil es ist die einzige zugelassene, in Deutschland zugelassene, mit TÜV-Gutachten damals zugelassene Sportauspuffanlage für ein CX. Turbo. Ja, für oder generell CX. Ja, das haben sich auch Leute manchmal auch unter GTI geschraubt oder und auch manchmal unter Diesel, aber das war natürlich Ausnahme. Aber generell, eigentlich ist es natürlich primär für den Turbo gewesen. Okay, verstehe. Ja. Und dann, was du auch noch immer gesagt hast oder gemeint hast vorher, ist immer sehr wichtig, die Kugeln hier zu tauschen, die wir ja schon getauscht haben. Ja. Weil da halt wirklich dann auch Gefahr in Verzug ist, sollte da etwas platzen. Ich sag, die Kugeln waren so lächerlich günstig. Es wäre für mich nicht mal ansatzweise in Frage gekommen, keine dieser Kugeln nicht zu tauschen. Ja, das Problem ist ja auch bei den Druckspeichern, dass das die Sicherheitselemente sind beim CX. Wenn eine Hydraulikleitung platzt und wenn praktisch dann die Pumpe nicht mehr nachfördern kann, dann ist dieses Reservoir, darum auch Druckspeicher, das Einzige, was man hat, um das hydraulische System zu versorgen. Das heißt, Lenkung, Fahrwerk und Bremse. Ja, die Bremse hat aus Sicherheitsgründen deshalb auch extra nochmal diesen separaten Druckspeicher. Ja. Und, also die wird dann in Serie beladen. Ne? Erst wird der hier, also von der Pumpe wird erst der hier angespeist. Ja. Der versorgt Hydraulik von den Stoßdämpfern und die Lenkung, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und der zweite versorgt zusätzlich noch einmal die Bremse alleine. Ja, es ist so, dass das praktisch die Reserve für die Bremse ist. Das heißt, im Prinzip durchläuft das hier den ersten. Der zweite wird mitgeladen. So. Wenn der kaputt ist, dann geht der noch. Dann kriegt die Bremse selbstverständlich immer noch Druck durch diesen. Ja? Sollte das aber heißt, jetzt das Zwischenstück das heißt, da dazwischen platzen. Wenn der kaputt ist, dann fällt nicht die Bremse aus. Ja. Aber umgekehrt ist, wenn der kaputt geht oder vor der Bremse irgendwo die Leitung kaputt geht. Stell dir nur vor, da geht die Leitung kaputt. Also dann dazwischen. Ne? Ja gut, das ist noch die Variante. Das ist nicht so dann wäre es. Das Rückschlagventil dann, ist da drin. Ja, ne? Dann haben wir noch die Restdruck, um sicher zum Schwimmen zu kommen. Mhm. Wenn aber eben die platzt oder oben platzt was oder die Hydraulikpumpe verreckt, was selten ist, dann ist das Sicherheitselement. Und wenn man sich überlegt, dass die dann oft nicht gewartet werden oder nur noch 20, 15 Bar haben, dann kann jeder beten, dass ihm nichts passiert. Das Ding nicht kaputt geht, weil dann ist nur noch minimal Restdruck da. Und das bedeutet, erst versteift sich die Federung, dann versteift sich die Lenkung. Das ist dann wie eine LKW-Lenkung. Und am Schluss ist keine Bremse mehr da. Mhm. Und dann heißt es nur noch beten. Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, diese Sicherheitsanzeigen drin beim Citroën, wenn da Stopp steht, dann ist Stopp. Dann stehen bleiben und auch nicht mehr fahren oder sonstiges. Nein, ich sage mal so, das kann, es ist einfach klar, man stoppt. Ja. Punkt. Man muss auch nicht hektisch stoppen, sondern man kann in Ruhe an den Rand fahren und so weiter. Und dann überprüft man, warum ist die Stoppleuchte an. Die geht ja durch mehrere Funktionen an. Ja, genau. Im schlechtesten Fall ist nur in Anführungsstrichen zu wenig Wasser drin. Ja, dann geht aber meistens das Zusatz, dann heißt es Stopp. Das Thermostat-Symbol mit an. Und es geht das Symbol mit an. So. Und ansonsten, in jedem Fall heißt es, nicht leichtsinnig weiterfahren, gucken, was los ist, beurteilen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Ja, aber beim Citroën CX hat er dieses Stopp nochmals. Ich kenne es halt nur so, Passat 32B zum Beispiel, die Leuchtdiode im Temperaturdisplay fängt auf einmal an zu blinken. Ohne Grund. Der Zeiger steht aber nach wie vor in der Mitte. Bleibt man auch mal stehen und kontrolliert. Aber ich kenne halt Leute, die das komplett ignoriert haben und sagen, ja, ich fahre damit schon seit Jahren so rum. Weil die Temperaturanzeige geht eh. Also, ja, ich weiß das alles. Nur beim Citroën CX ist es halt wirklich so, wenn Stopp, dann wirklich mal Stopp und schauen, wie du gerade gesagt hast. Weil, weil halt eben, man muss halt überlegen, es hängt alles, also Fahrwerk, Bremse und Lenkung. Hängen vollständig vom Hydrauliksystem ab. Ja. So. Und dementsprechend ist es einfach ein komplett anderes Konzept, wo man eben auch nicht mit dem Wissen und Erfahrungen von, ich sage jetzt mal, normalen oder andersartigen Autos, wie ob das VW ist, Audi, egal, Mercedes, Fiat, rangehen kann. Mhm. So. Das ist letztendlich alles kein Hexenwerk, aber man muss sich auch als Mechaniker, hast du jetzt schon selbst festgestellt, du musst dich reinfuchsen und studieren und ja, und das war auch meine Motivation, dass ich gesagt habe, okay, da waren auch ein paar ungerade Sachen drin in den Videos und da ich jetzt bei meiner Mutter war und das nur eine Stunde weg ist, dachte ich, schaue ich mal vorbei. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich natürlich auch ein CX-Freak bin. Ja. Okay, also ich sage jetzt schon mal danke dazu für, weil der Marco hat es ja öffentlich gesagt, kommt her, zeigt es uns. Zeigt uns, was falsch ist oder was falsch läuft. Jetzt haben wir da einen Fachmann da, der sagt, okay, Bremse ist, sage ich auch, wenn er mir so erklärt, von dem, wie es funktionieren müsste,
Ja. Sage ich, gebe ich dir hundertprozentig recht. Also in der Bremse ist definitiv noch was nicht ganz so in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass wir gefährlich unterwegs sind, dass wir nicht mehr bremsen, sondern einfach, nein, wenn man es weiß, funktioniert nicht richtig. Ich habe mich ja auch gerade bei der Probefahrt, war ich im Moment, dachte ich, das ist aber nicht korrekt, aber du kannst dich schnell dran gewöhnen und weißt, du musst halt noch sanfter oder mit ein bisschen Vordruck arbeiten, damit du nicht praktisch entscheidende Leermeter hast. Ja. Ja, so, das ist, aber da müsst ihr noch ran. Ja. Das ist auf jeden Fall viel smoother noch hinzukriegen, als es jetzt ist. Okay, dann hast du gesagt, Kupplung müssen wir auf jeden Fall noch nachstellen. Ist ja, Kupplung kein Thema. Habe ich schon mal nachgestellt. Ja, also Kupplung sieht man schon hier, dass ich jetzt das Seil da oben wahrscheinlich schon eingearbeitet habe. Guck mal, wenn du da oben reinleuchtest, siehst du schon, dass das Seil schon in die Buchse gezogen ist. Oh, ja, ich sehe schon. Ja. So. Das heißt, hier gehört eigentlich auch noch ein Ausgleichsgewicht hin, ein Schwingungsgewicht. Ah, okay. Das fehlt dann fast immer, weil die Leute nachstellen, können nicht mehr nachstellen, dann schmeißen sie das Gewicht raus und stellen noch weiter nach. Okay. Ja, so. Das geht jetzt so lange gut, solange da oben es sich nicht weiter reinzieht. Wenn es sich weiter reinzieht, dann stellt es sich wieder nach und irgendwann ist Ende. Okay. So. Also das ist tatsächlich, das Seil ist kaputt. Und das müsst ihr machen, und das habe ich dir vorhin schon erklärt, Distanzscheibe drunter legen, unter das Gummi, damit das Gummi weiter raussteht, damit das Plastik nicht auf die Kante des Metalls kommt. Ja. Und dann hast du diese Punktbelastung und da bricht das Plastik, der Kragen bricht weg und dann zieht sich die Außenseele da rein. Ja, ist klar. Ja. Also selbst wir sind für jeden Tipp, den wir immer bekommen, immer extrem dankbar, wirklich, weil das sind halt so Feinheiten. Da haben sich schon Leute, eben wie der Frank, schon Gedanken gemacht und von dem her ist einfach ein Wissensschatz da, der dann halt auch mit uns geteilt wird oder dann im besten Fall jetzt dann auch mit euch. Hier, das ist neuwertig und es sieht auch danach aus, dass es noch ein Originalteil ist. Ja. Diese Motorlage sind sehr oft hinüber und das macht sich dann im Zweifelsfall, sinkt dann hier kann ich jetzt einen Finger durchstecken, im Zweifelsfall sinkt der Motor mal weiter ab und ist im Endstadium schoppelt er an der Karosserie, es macht Höllenlärm und so weiter. Außerdem, oben das obere Motorlager ist gut, es ist die alte Version, die nicht ausschlägt oder wesentlich weniger ausschlägt. Ist aber eigentlich nichts in Turbo, hast du gesagt? Nein, die Turbos eigentlich hatten nicht, eigentlich aber nicht. Aber es ist die bessere Variante, weil es wartungsarmer ist, sagen wir es so. Sagen wir mal so. Das Problem ist, dass die neueren Motorlager eben sehr schnell ausschlagen, das war immer schon. Und auch früher hat man dann schon die Version, die eben bis 85 in der Serie 1 verbaut wurde, hat man dann einfach als Ersatz in den, statt das Neue aus der Serie 2 zu nehmen, hat man das aus der Serie 1 eingebaut. Ist völlig unproblematisch und die Vibration, die eigentlich ja die Ursache war, warum man das jetzt noch besser haben wollte, das ist wirklich im marginalen Bereich. Aber da sieht man wieder, das Konzept von Citroën war damals wirklich, den Fahrer komplett zu entkoppeln von dem, was eigentlich außerhalb von ihm passiert. Ja, das ist schon, das Komfortaspekt ist schon... Also der Komfortaspekt ist da wirklich im Vordergrund gestanden bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs und auch natürlich bei den verschiedenen Entwicklungsstufen und Verbesserungen. Und deswegen, ist halt das Fahrgefühl so, wie es ist, aber es ist halt nicht unsicher. Ich finde zum Beispiel gut, das Fahrgefühl auf langen Autobahnstrecken. Aber wir haben vorher drüber geredet, in der Stadt würde ich es auch nicht fahren wollen. Also das ist so... Sag mal so, das ist auch in der Stadt, ist einfach ein großes Auto. Es hat aber weniger mit dem CX zu tun, weil es einfach ein großes Auto ist. Und es ist halt unübersichtlich. Ja, viele haben auch dann drunter geschrieben, beim Einparken ist die Lenkung halt geil, ne? Weil sich die halt zurückstellt etc. Ja, so weit würde ich gar nicht kommen. Ja, aber das stimmt tatsächlich. Und wenn man heute noch sieht, weil man kann sich ja wirklich für kleinstes Geld eine Nummernschildkamera machen, und damit hätte man auch das Unübersicherheitsproblem. Nur kurz. Unübersichtlichkeitsproblem. Aber das ist jetzt ja völlig ein bisschen OT jetzt. Aber das ist halt, wie du es auch im Fahrzeug vorher gesagt hast, so Autos sind gekauft worden von Leuten, die jahrelang schon Citroën gefahren sind und nichts anderes haben wollten. Nein, in meiner Erfahrung sind es Leute, die halt nonkonformistisch sind, das heißt irgendwas anderes fahren wollten. Okay. So. Ich bin ja dann erst viel später eingestiegen, als es Gebrauchtwagen waren. Und da war es wirklich so, dass da kam keiner und hat gesagt, ich fahre mir gleich einen Passat angucken, danach noch einen W123 und jetzt gucke ich mir den CX an. Sondern die waren, in 99% der Fälle war das entschieden. Und entweder wollten sie endlich einen haben, oder sie haben ihren dritten, vierten, fünften, sechsten gekauft. Verstehe. Weil sie schon seit 20 Jahren CX fahren. Verstehe. Okay. Also es ist schon, es ist so, wie ich es halt beschrieben habe. Man hat damals ein Auto gekauft, was man haben wollte. Also
jetzt, wenn man ein günstiges Auto haben wollte, wo ich sage, ich kriege viel rein, dann hat man sich zum Beispiel VW Passat Kombi gekauft, den billigsten, den es gibt, ohne Ausstattung drin. Dann warst du eigentlich gut unterwegs, hast viel Platz gehabt. Wenn du etwas luxuriöser unterwegs waren wolltest mit viel Platz, hast du einen Volvo geholt. Moment, da muss ich ja fairerweise sagen, da haben wir jetzt hier ja den Sport, also das Topmodell. Für die Leute, die das wollten, dafür gab es den sogenannten CX Break. Ja, den als Kombi. Wenn man das fahren wollte. Der wiederum hat alles in Schatten gestellt. Also hier, Spiel von Kugelbolzen, habt ihr geprüft? Nö, sage ich nicht. Ja. Das habe ich nicht. Also, hast du das Auto steif, ne? Nein, ist Fahrhöhe jetzt. Gut, dann machen wir es jetzt so, denn, wenn du jetzt den Wagen halt auf oben auf Höchststellen stellst, dann hast du das steif. Ja. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum auch beim TÜV, die wenigsten TÜV-Beamten wussten das, sodass also auch Fahrzeuge mit schon ganz oben, vor allem gelutschten Kugelbolzen, TÜV bekamen, weil das beim Prüfen auf der Rüttelplatte mühelos die Hydraulik ausgeglichen hat. Oh. Und genau, das heißt, eigentlich muss ein CX beim TÜV geprüft werden in Höchststellung, okay. Wenn das Fahrwerk steif ist. Also kein wirklich Spiel ganz oben, ist. Also nicht nur eine Stufe drüber, sondern wirklich ganz oben. Also die Wartungsstellung. Genau. Und dann in der Wartungsstellung kannst du dann hier unten einfach drücken. Ja. Und dann merkst du, wenn du hier die Finger dran hältst oder oben, merkst du sofort. So wie man es halt dann macht bei Gelenken. Okay. Genau. Ne? Okay. So. Ja, die Arme hier haben, so wie es aussieht, kein Spiel. Okay. Und ist auch gut, denn die Teile dafür zu überholen sind mittlerweile sehr rar und teuer. Das war mir aber auch klar, weil der Wagen wirklich gut fährt. Okay. Also der Wagen fährt sauber geradeaus. Ich habe keine Unsicherheiten. Also wenn der ausgeschlagen ist, dann hast du auch sofort Spuren. Das ist so, wie wenn vorne ein Querlenker ausgeschlagen ist. Ne? Also das scheint gut zu sein, von daher. Aber der Kugelbolzen... Den können wir dann nochmal kontrollieren. Also das kann ich dann noch machen. Ja. Also wir müssen ja sowieso an die Bremse nochmal. Das kann man diese Sachen dann mitmachen. Schwingarme hast du gesagt, Kegelrollenlage hast du geprüft. Wir haben kein Spiel. Nein. Ja, wunderbar. Dann muss man wirklich sagen, der Wagen hat wirklich wenig Rostprobleme. Ja. Hier habt ihr schon ein bisschen was gemacht. Ja, so. Das ist üblicherweise hier, aber ist im... Da habe ich gesehen, also da habe ich, wenn du da reinschneidest, da kommen 4 oder 5 Bleche sind da übereinander. Verschieden dick. Genau. Was ihr eigentlich normalerweise machen müsst, ist, ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt, habt ihr den Teppich rausgenommen? Ah, mal rausgenommen. Ja, okay. Und es ist oft so, dass das geht hier viel. Weniger ist. Ja, und wenn du den Teppich rausnimmst, dann hast du nochmal... 4-5 Zentimeter Rostkragen dazu. Viel mehr. Ja. Hat sich richtig viel rübergezogen. Ne? Wenn du Pech hast, geht es hier rein. Na, so weit waren wir noch nicht. Gut. Was ich jetzt aber gerade sehe, ist, hier bahnt sich, also wenn wir da jetzt ein Hämmerchen nehmen, ist ein Loch. Okay. Und das ist typisch, das ist immer diese Stelle, immer hier oder hier. Was ich da gesehen habe, was ich rausgeblasen habe, ist Dreck und zu Gras und so Zeugs habe ich da rausgeblasen. In der Regel ist es so, wenn so ein Auto mal da steht, wird auch gern genutzt von verschiedenen Exemplaren aus dem Tierreich. Okay, ja, und, ist klar, ja. Und dann hast du hier drin eine Nusssammlung oder sonst irgendwas. Na, die Nüsse haben wir da beim Luncher drin gehabt. Ja. Und also hier ist auf jeden Fall, das ist nichts Schlimmes, das ist alles gesund, aber hier müsst ihr dran, da wird es ja ungefähr, ich schätze mal, so sauber bündig ein Blech einsetzen. Das ist auf jeden Fall. Aber das sollte man dann schon auf einer 4-Säulen-Bühne machen. Nö. Das Einsetzen. Ach, das ist jetzt egal. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe aber, bei Citroën habe ich gesehen, dass es so Reparaturbleche oder so Reparaturstücke gibt, wo man dann diese Nieten aufbohren muss. Es gibt extra ein Spezialwerkzeug hier, okay. Was du hier drum machst. Dann hast du genau die Führung vom Bohrer und kannst es ausbohren. Okay. Und die Zubehörsachen, die waren früher so, dass das hier diese Längsträger, das ist oft ein Problem gewesen, dass die gegammelt sind. Oder wenn du mal einen Aufsatzschaden hattest, Hydraulik nicht weit genug oben, Tiefgarage hochgefahren, Krock. Ja, okay. Dann waren das Schäden, die wurden natürlich ab einem bestimmten Punkt auch vom TÜV bemängelt. Und dann gab es diese Längsträger mit dem Schraubensatz, das heißt, hier wurde nicht mehr vernietet, sondern hier wurde dann geschraubt. Oh, verstehe, okay. So, also das heißt aber, wenn da die Nieten drin sind, dann kann man davon ausgehen, dass es das original ist. Das ist okay. Original. Also ich kann nicht mehr ausschließen, dass es früher auch in den Werkstätten auch nachgenietet wurde, aber mir ist als Hauptreparatursatz bekannt, dass die Dinger eben als Längsträger, wenn sie frisch mussten,
dann verschraubt wurden. In dem Manual ist auch noch... ganz kurzen Gewindenschrauben. Ja. Das Manual war dann auch noch drin. Also da gibt es dann diese Art Vorrichtungen gegeben, die man dann da irgendwie so eingespannt hat, damit man das ja wieder richtig auf die richtige Länge dann zusammenbekommt. Ja, es gibt Hilfswerkzeuge, selbstverständlich. Mhm. Es gibt auch ein ganzes Set, wenn du zum Beispiel die Variante hast, dass die Karosserie vom Fahrgestell muss. Ja. Das Fahrgestell ist so labberig, dass das, wenn du zum Beispiel abhebst und du hast den Motor vorne nicht abgestützt und einer nur irgendwie mal so einen Fuß vorne draufstellt, ja, hier auf den Dings, dann kann es passieren, dass der ganze Kram nach vorne kippt und dann der Rahmen hier knickt. Ja. Der Rahmen? Ja, das ist der Fahrstuhl. Okay. Ja, ja. Das ist ein Hilfs... Es ist nicht so wie bei einem alten, weiß ich. So ein Pacero oder irgendwie sowas, genau, so, wo der Leiterrahmen ist, das ist ein Hilfsrahmen. Das ist ein Hilfsrahmen. Okay. Ja. Und, das heißt, die wirkliche Stabilität ist nicht er, sondern die Karosse. Die Karosse ist eine Kombination. Okay. Also natürlich ist die Karosse stabil, ja, aber das gesamte, die Stabilität kommt dann aus der Verschraubung. Verstehe, okay. Korrosion ist wirklich wenig. Oft sind hier die ganzen Sachen aufgerostet, hier oder hier an der Seite. Mhm. Gibt es also Punkte. Und das Problem ist, gut, das muss man heute immer relativieren. Früher, also als die Autos produziert wurden oder in der Citroën-Werkstatt, wäre es tatsächlich so, gab es früher Maßgabe von Citroën, dass am Fahrschemel nicht geschweißt werden darf. Okay. So, das heißt, ja, weil man eben, es ist auch richtig, wenn man zum Beispiel, wenn hier zum Beispiel in diesem ganzen Bereich, ja, der Rost drin sitzt, mhm, dann ist das auch nicht zu beseitigen. Dann kannst du da Flicken draufsetzen, aber du kriegst letztendlich die Rostherde nicht raus. Und es leuchtet irgendwo ein. Und ab einem bestimmten Punkt wird es dann natürlich, ich meine, du wirst sicherlich, es gibt ja eine große Bandbreite von Reparaturen. Ja. Ja. Und dann ist deshalb, haben natürlich, ein Automobilwerk sagt natürlich, okay, wir wollen natürlich gar keine Risiken eingehen, deshalb ist das die Maßgabe. So, Quatsch ist es natürlich jetzt, wegen dem Kleinigkeit, ja, einen ganzen Frontfahrschemel zu wechseln. Ist schon klar, ja. So, also wird schon seit vielen, seit zwei Jahrzehnten mindestens, also seit die Autos nur noch gebrauchte Autos sind, werden solche Reparaturen natürlich gemacht. Okay. So, Es wird wahrscheinlich die Teile auch neu zu bekommen, wird wahrscheinlich unmöglich sein. Ne? Das doch, aus Schlachtungen gibt es das alles. Also Schlachtungen, aber jetzt sei das Neuteil? Nein, brauchst du aber auch nicht, weil, ja, weil ein Fahrschemel, ein gesunder Fahrschemel ist ein gesunder Fahrschemel, okay, den kriegst du. Mhm. Also in Frankreich, Südfrankreich gibt es sowas alles noch. Aber es ist natürlich ein irrer Aufwand und das scheitert dann eigentlich an allen, an jeder Wirtschaftlichkeit. Das kannst du für dich privat machen, aber wenn du das eben irgendwo hingibst. Meistens ist es auch so, dass es selten ist, dass jemand, wenn der da schon Rost ist, dass es so ein rostarmer CX ist wie dieser hier. Okay. Dann hast du so viel Baustellenblech, dann ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn oben hinten in den Seitenteilen, mhm, der Rost oben unterm Fenster drin sitzt, dann kommen wir ganz schnell an die Grenze, auch heute noch, dann ist das wirtschaftlich, zumindest in Deutschland, ist das, explodieren dann die Karosseriekosten derartig, dass das Auto, da kannst du dir gleich lieber einen Top Zustand 2 Plus kaufen. Also da ist dann besser, man nur sucht nach einem anderen Modell oder einem besseren Modell. Ja, und so besseren Zustand und so weiter. Das und ist, baut dann von einem ins andere rüber, wenn man halt unbedingt die Innenausstattung haben will oder sonst wie. Das kann man dann machen, ja, aber ja, gut. Okay. Das ist alles. Aber da das ist so, die Autos, also die Blechgeschichte ist schon so, das heißt, wichtig ist auch bei dem CX, man muss ihn wirklich vor allem, heißt es wie bei vielen anderen natürlich auch, Substanz. Mhm. Und das ist das Entscheidende und da lohnt sich dann auch in dieses Fahrzeug auch Geld und Zeit zu investieren, weil, okay, der spätere Gegenwert auch dann da ist und erhalten bleibt. Verstehe. Ja, okay. Na, wo siehst du preistechnisch realistisch das Fahrzeug jetzt so, wie es da steht? Boah, das ist ganz schwer. Also es gibt ja bei 280.000. Der Wagen hat den Vorteil, dass er in einer extremen, also in den Cassis-Farben, das Auberginefarben plus das Interieur. Mhm. Ich sag mal, einer von 20 Turbos hat das oder einer von oder vielleicht sogar einer nur einer von 50. Also okay, das ist eine extrem seltene Farbkombination, was das besonders macht. Das okay. Auto, ja. Klimaanlage ist auch nochmal ein Highlight, dass er kein Schiebedach hat, ist fast immer ein Vorteil, weil die Schiebedächer beim Serie 2 sehr oft Rostprobleme haben. Ja, klar, so wie bei fast allen Fahrzeugen. Und da reden wir dann von bei einer Instandsetzung, da sind dann ganz schnell 2.000, 3.000, 3.500 weg. Okay. Also, das, also ein schöner CX, der aber auf Rostblasen am Schiebedach hat, ja, der hat eigentlich keine Chance. Das ist wirklich problematisch. Okay. Ja, verstehe. Werksklimaanlage hat er auch, keine Nachrüstklimaanlage. Es gab auch Nachrüstklimaanlagen, die aber furchtbar verbaut sind und auch nicht die Effizienz haben. Also höchstens 70% des Originals. Hat er hier auch. Also wenn er jetzt durchgearbeitet ist, frisch TÜV hat, Lack ist schön, ist ja schon mal lackiert worden, ist aber ganz, ganz ordentlich. Also es wird ein solider Zustand 3.3 Plus.
aber drei auf jeden Fall. Und dann dementsprechend kann man sich ja orientieren durch diese rare Kombination. Mhm. Ich kann nur eine ganz, also na, sag, ich ganz grobe, also ich sag mal so ganz grobe Preisspanne mit frisch TÜV und allem. Ich würde mal sagen, irgendwo so round zwischen 12 und 15. 12 und 15, okay. Mhm. Ja. Kommt immer noch darauf an, was er macht. Ja, ja. Die Kupplung ist gut, der Wagen hat sehr gut Leistung, muss ich wirklich sagen. Also geht richtig ab. Ist also alle Pferdchen da, wo sie sein sollen. Ist sogar ein paar mehr. Ja, da müsste der, das habt ihr, ich weiß, Prüfstand hat er schon gemacht. Ja, haben wir schon gemacht. Da habe ich, glaube ich, ich glaube, im Forum habe ich schon was dazu geschrieben. Ich glaube, dass so der Ladedruck 01, 015 höher ist als Original. Ja, okay. Aber dass wir das sicher wegstecken, oder? Der Motor. Problemlos. Okay. Es gab ja von der Firma Arndt die getunten Autos mit eingetragenen 218 PS. Okay. Und, das ist aber schon heftig eigentlich. Das kriegst du heute nicht mehr, weil du, glaube ich, die 20% überschreitest. Ja, genau. Also, die gab es auch nur ganz kurz und die haben auch da nichts eigentlich wesentlich. Ich glaube, eine verstärkte Kopfdichtung und eigentlich Ladedruck. Das war eigentlich. Das war's. Also Motor, Block war unangetastet. Ja, war auch nicht nötig. Also bei der Leistung 225, also 200 PS mit dem Motor, ist es verwunderlich, warum man den da sehr zurückhaltend war damals. Man konnte da immer ein bisschen Ladedruck erhöhen. Klar, weil die Grenzen sind hier erreicht bei den üblichen Sachen, das abmagert und pipapo, das brauche ich ja nicht erläutern hier jetzt. Und das macht schon richtig Spaß. Das glaube ich schon. Ja. Mhm. Ja. Arndt-Auspuff haben wir schon gesagt, sehr rar. Schwingen auch. Rahmen ist hinten sehr schön. Da hat gar nichts. Keine Aufflickung, nichts. Also das ist wirklich schön. Mhm. Von daher kein Aufsatzschaden am Tank. Hier hinten, ja, müssen wir mal gucken. Also da müsst ihr noch mal in die Ecken kriechen, weil immer mal da gerne ein bisschen Rost sitzt und Verrostung. Aber nö, das sieht eigentlich, auch hinten, die Ecken sind gut. Also ich mache jetzt nur eine Schnelldurchsicht, ja. Ja, ja, keine Garantie. Keine Garantie. Nein. Aber ist wirklich, doch, hier ist da geht's. Da bist du dran. Okay, ist klar. Ja, da haben wir jetzt, wenn wir da jetzt porkeln, haben wir. Ja, ist klar, da kommen wir dann sogar, natürlich das fängt hier mal an und zieht sich dann hier in diese Halterung innen. Ja, und wenn es mal ganz blöd läuft, dann kannst du von innen in der Ecke die Faust durchstecken. Ja, ja, ich kenne so Stellen, ja. Dann gibt es so bei jedem Auto, hast so Stellen, ja. So, und das habe ich schon gesagt, innen mal die Kofferraumdinger wegnehmen. Ja. Weil manchmal fängt da irgendwo mitten auf dem Blech was an. Ja. Das kann man nicht erklären. Wo nur keiner weiß, woher das kommt. Genau, und das gleiche gilt, hier die Stelle abmachen. Mhm. Ja, so, Moment. Ja, das sieht man schon. Da geht's schon los. Mhm. Hier haben wir was. Oberflächlich, ne? Ja, nee, das ist schon durch. Ja, schon hier? Okay. Ja. Hier ist auch mitten drauf manchmal einfach plötzlich ein faustgroßes Loch. Okay. Vielleicht geschuldet, dass mal irgendwann vor vielen Jahren hier ein Anstoß war, Lack, Riss drin und dann konnte das natürlich 20, 25 noch länger gammeln. Richtig erklären kann man es nicht. Deshalb hier, das können wir mit der Spitzzange eben aufmachen. Wegklappen, dann könnt ihr die Schwelle euch angucken. Aber ich sehe schon hier, von der Seite her ist das alles gut, nichts aufgedickt. Deshalb ist der Grundschweller gut. Mhm. Ja. Aber letztendliche Sicherheit habt ihr halt. Ich am besten mit einer kurzen mal mit dem Endoskop mal rein. Jetzt gucke ich nochmal hier. Ach so, hier fehlt die Abdeckung. Hier kommt, da ist da und da die Befestigung und das wird geschützt. Ist auch ganz wichtig. Okay. Weil, wenn du mal irgendwo durch Schotter fährst oder so und hier spratzt ein Stein rein. Ja, ist klar. Die so, wenn dir, dann wenn, dir rein. Den, wenn dir ein Stein hier einen Zahn beschädigt, war es das. Weil dann die Zündung funktioniert bei dem späten Auto so, dass er eine Sinuswelle kriegt und ein Zahn ist minimal kürzer. Ja, ja, das ist dann die Erkennung. Ja? Die BVW funktioniert über Stifte. Genau, oder früher gab es zwei, da gab es noch eine Nase, die befestigt war, die dann zum Beispiel, habe ich schon mal gehabt, weggeschlagen wurde. Kein Mensch hat herausbekommen, warum dieses Auto nicht mehr läuft, weil eben das waren früher zwei Signale, weil das eine Signal natürlich gefehlt hat. Ja, weil darüber wird er sich wahrscheinlich auch OT holen, ne? Ja. Mhm. Und wenn du jetzt natürlich hier noch einen Zahn hast, der dann beschädigt ist, also auch kürzer ist, dann kennt sich die Zünderlage nicht mehr aus. Dass er sich nicht mehr auskennt. Okay. Ne? So, also deshalb dieses Blech besorgen. Mhm. Hat aber die CX-Basis verfügbar. Anlass da haben wir, das war nämlich der erste Punkt, das hast du gut gemacht mit dem Gelöst. Ich habe beim ersten Start schon gesagt,
der Anlasser braucht die 2/3 der Batterie. Ja. Das höre ich dann schon. Ja, und das hast du ja auch so gemacht. So war es ja noch. Genau. Und da würde ich dir empfehlen, ist das schon ein neuer? Nee, ist der überholte. Das ist der, den ich überholt habe. Ja. Also hast du ja schon gesagt, schon drauf die vorbereitet. Die Kohlebürsten sind durch. Ja. Ja. Die läuft am letzten, also die zwei, die da waren, die laufen am letzten. Das ist auch der richtige Anlasser, das ist nämlich der Mitsubishi, weil das ist der stärkste, den es gibt. Okay. Das Ding springt zwar auch an mit den Vorgängern, also aus dem 2/4er, aber es ist, die haben dann nur 0,9 oder 1,05 oder so und der hat 1,2. Und deshalb also bitte auch in 2,5er GTI oder Turbo GTI gehört immer dieser Mitsubishi rein. Mitsubishi. Okay, haben die anderen dann auch ein Getriebe dazwischen, so wie der oder? Ja, aber die sind halt einfach nicht... Der Motor ist kleiner. Die Leistung ist einfach kleiner. Ja, also man hört es auch im Geräusch. Man kann also ganz sofort hören, ist es vom Klang her, kann man hören, welcher Anlass es ist. Ja. Ja. Okay. Also das ist schon mal, das hast du ja auch selbst festgestellt, als er dann drin war. Darum sprang der auch an. Also du hast echt hier den richtigen Punkt getroffen. Ja. Ja, weil einfach sonst so ein Ding so viel Leistung frisst, um drehen zu können, dass für die Einspritzung und für den Rest zu wenig. Nichts mehr da ist. Ne? Gut, Ölsardine ist er natürlich. Ne? Ja. Das müssen wir natürlich wegmachen, aber es ist, ja, da sieht man auch schon, hier siehst du den Simmerring von der Welle. Da kommt auf jeden Fall Öl raus. Ist auch wichtig, den Ölstand immer im Griff zu haben, weil der fünfte Gang wurde hinterher dran konstruiert. So wie bei vielen anderen Getrieben auch, ja. Und deshalb läuft er dann als erstes bei 1,8 Liter, fängt er an trocken zu laufen und dann springt er raus oder der Rückwärtsgang geht kaputt. Oh, okay. Ja. Also Ölstand und dass das dicht sein muss, wäre gut. Und habe ich schon erwähnt, heute modernes, also synthetisches Öl bringt auch nochmal leichtere Schaltbarkeit. Also Vollsynthetiköl rein. Vollsynthetiköl, ja. Hier mal drunter gucken. Da haben wir schon was gefunden. Also ja. da weiß ich schon Bescheid. Ja. Okay, also hier drunter gucken nach Rost. Also eigentlich müsst ihr einfach in jede Ecke reingehen. Ja, ja. Aber insgesamt trotzdem Fazit. Gehört er auf jeden Fall zu den besseren Exemplaren und ihr habt auch eure bisherige Arbeit nicht in ein falsches Objekt gesteckt. Ja, ich habe mir extra viel Zeit gelassen dafür. Was haben wir noch? Kühler haben wir schon besprochen. Ja, Kühler haben wir schon besprochen. Da ist wahrscheinlich zugesetzt, weil der wird immer noch zu warm, der Wagen. Und bei dem bisschen, wo wir hier bei 12 Grad, was wir jetzt haben und so weiter, das ist einfach geht zu schnell Richtung 100 okay. Grad. Ja. Ja, da können wir dann nochmal gucken. Da ist der Thermostat gewechselt wurde, gehen wir davon aus, dass es daran nicht liegt. Ja, von dem her schon. Gut. Klar, es gibt auch immer mal Thermostate, die dann nicht funktionieren. Ja, ist eher selten, aber ist mir schon mal selber passiert beim privaten Auto. Ja. Die Lüftersteuerung, gut, dann wäre noch der Punkt, ob eben, wie gesagt, er hätte jetzt nicht bei der kurzen Strecke, bei der Temperatur. Ja, aber eigentlich müsste bei 85 den ersten Lüfter einschalten, mit der kleinen Stufe und dann erst bei über 100, 105 glaube ich, wo dann auch diese Notlüftersteuerung anfängt, mit zwei Stufen. Ach, das ist immer da gibt es so eine Bandbreite an Daten zu, das habe ich nicht alle im Kopf jetzt. Ja, ja. Also das ist aber richtig, dass grundsätzlich die Sachen... Aber da hat der Marco ja gesagt, da müssen wir nochmal gucken. Also, ja, aber der schmale Kühler verschlammt schnell, er ist ja original. Aber deshalb auch alt, neu praktisch nicht zu kriegen, ganz selten. Und die verschlammen halt schnell, weil sie eine höhere Kühlfläche bekommen haben für die Kühlmus. Okay. Also die erkauft durch schmalere Schlangen und die sich natürlich schneller zusetzen. Verstehe. Dafür natürlich Kühlleistung besser. Ja, und die, wenn er gut funktioniert, ist die Kühlleistung besser. Wenn es ein neuer Kühler ist und die ganze Lüftersteuerung und die Einschaltzeiten vom Lüfter sind okay und richtig, dann musst du schon dich sehr anstrengen, um mit dem Auto thermische Probleme zu kriegen. Gut. So. Fazit fürs Erste. Wir haben einen relativ CX. Kaputt. Ja. Also das Problem ist, durch die Alterung ist die Oberfläche kaputt. Bleibt bei dem leider nicht aus. Bei dem Werkstoff. Nein, ist jetzt so ein Punkt, da müsst ihr mal euch den Lauer legen. Die gibt es immer mal wieder, ist auch eher schwierig. Schön ist, dass diese Dinger noch da drin sind. Das sind auch. Weißt du, wie viele Leute geschrieben haben, dass sie rausgehören? Nee, die sind sogar, also ich weiß nicht, ob sie nachgefertigt wurden, ich kann es nicht genau sagen. In jedem Fall gehören sie natürlich rein, weil das, was der Spoiler machen soll, nämlich einen Abtrieb machen, den macht er natürlich nur mit den Dingern drin. Okay, ja. Also von daher, nur sind die immer spröde vergibt gewesen, sahen dann hässlich aus. Gebrochen oder einfach rausgenommen. So ja, auch weil sich hier natürlich immer das Laub sammelt und so. Ja. Ja. Hier ist er natürlich ein bisschen kaputt. Beim Demontage sehr aufpassen, weil darunter sind so Klipse, die gerne brechen. Okay. Kriegt man zwar nach, aber da heißt Geduld und
nicht Rohrgewalt. Verstehe, ja, okay. Ja. Ja, Geduld haben wir ja schon genug bewiesen bei dem Projekt. Ja, das ist mal auf die Schnelle hier mal so, was wir sagen können. Glatt ist schön glatt, er sieht schön, steht schön da, Stoßstangen sind gut. Hier gibt es so ein paar kleine Dullen hier, sowas da. Ja. Ja, aber das ist jetzt gemessen am Gesamtzustand, wir reden mal von einem Dreier eben, ist das auf jeden Fall alles im Rahmen. Super, ja. Gut. Also, wir haben jetzt noch ein paar Baustellen, an die wir ran müssten. Also müssen auf jeden Fall und die werden wir auch noch. Ja. Ihr müsst vielleicht auch mal auch das Leder mal professionell aufarbeiten, weil es wird sonst irgendwann brüchig. Und kassierfahrenes Leder Ersatz zu bekommen, ist, kannst du nur neu machen. Ja, verstehe. Also gibt es gebraucht, einmal in zwei Jahren. Okay. Ist praktisch nicht zu kriegen. Okay. Also es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, das ist aber einfach, was nicht original ist, das Lenkrad, die Belederung vom Lenkrad ist nicht original. Okay. Die hat der Mann sich machen lassen, einer der Vorbesitzer. Aber das Lenkrad in Cassis original zu bekommen, ist natürlich schwierig, weil diese Cassis-Ausstattung im Verhältnis zum Rest natürlich sehr wenig verbaut ist. So wie es das vorher gesagt hast. Nein, wobei, sie gab es auch in 2-Liter-Autos, okay, in Holland und so, also okay, oder in Schweden. Ja. Aber es wurde selten geordert. Also man hatte auch Cassis mit Cassis Teppich, aber eben mit normalen Stoffsitzen kombiniert. Mhm. So. Aber generell ist alles, was in dieser Farbe ist, an Innenausstattungsteilen erheblich rarer als die üblichen grauen und schwarzen und beigen. Verstehe. Na gut, das heißt, Fazit von dem Ganzen ist, wir müssen an die Bremse müssen wir noch ran. Dann ist eigentlich Hydraulikgeschichte soweit erledigt in dem Sinne. Oder das, sagen wir mal so, Fahrwerk und die Hydraulik. Motor ist auch gut, haben wir gehört. Und ein paar optische Sachen müssen wir halt erledigen. Definitiv. Wenn ihr mal längere Strecken gefahren seid oder der Motor mal sauber ist, ja, dann müsst ihr sehen, ob ihr Öl habt. Das habe ich jetzt gerade nicht geguckt oder die was zwischen Kurbelwelle, Block und Getriebe. Verstehe, ja. So. Ey, das Simmerring halt. Da ist der große Simmerring und oben gibt es noch den Nockenwellen-Simmerring. Okay. Wenn das halt sifft, in der Frühphase kann man es vielleicht noch mit so einem Leck weg oder so ein bisschen machen, aber letztendlich ist es so, wenn die Nockenwelle natürlich mehr kriegt, hat es das Problem, dass es in die Kupplung läuft und dann ist halt die Kupplung hin. Das Ärgerliche daran ist, die Antriebseinheit muss raus. Zum Kupplungstausch muss die Antriebseinheit raus. Es gab früher, sagen wir mal, Künstler, die haben das irgendwie so auch hingekriegt, aber es ist eine Fingerbrecherei. Okay. Es ist schraubertechnisch wesentlich einfacher, wenn man das Equipment hat, zu sagen, so, alles lösen, Antriebseinheit raus. Ja, auf jeden Fall die Kühler rausmachen, sonst ruiniert ihr euch vor allem im Turbo die Kühler. Dann kann man eigentlich ganz entspannt, gemütlich alles machen. Verstehe, naja, so wie bei jedem anderen Auto. Genau, eigentlich bei vielen anderen auch. Aber dann hat man alles durchrepariert. Ja, ich sag mal, im Zweifelsfall wirklich vorher überlegen, macht man große OP, raus, Simmerringe machen, Kupplungen machen, Antriebswellen fertig machen, das ganze Programm, dann hast du ihn da hängen, machst ihn wieder rein und dann hast du natürlich, weiß ich nicht, für 100.000 Ruhe. Und es ist natürlich auch was, wenn er es dokumentiert und so weiter, macht eine neue Kupplung. Eine Kupplung kostet nicht so furchtbar viel Geld für das Auto. Wobei eine originale Turbokupplung praktisch nicht mehr zu kriegen ist. Solange ihr nicht tunt, ist aber auch die GTI-Kupplung ausreichend. Okay. Aber wenn ihr natürlich sagt, wir wollen ein bisschen Dampf noch machen, dann sollte man die Anpressdruck-Spezifikation vom Turbo halt auch nehmen. Verstehe. Okay. Sonst habt ihr halt und dann können wir im langen Gang, wenn der Schub kommt, dann könnte man in die andere Region kommen. Der hat das Tuning-Kit von vorhin, was du angesprochen hast, vom Arndt. Ja, wobei mir nicht, aber das ist jetzt vorbehaltlich, das ist ja kolportiertes Hörensagen. Ja, ich verstehe schon. Aber es war nie. Das ganze Oldtimer-Thema lebt von Hörensagen. Ja. Es ist ja so. Ja, also es haben auch schon andere versucht, Unterlagen zu besorgen von Arndt damals und versucht irgendwie rauszubekommen, wer da wie was. Das ist alles ziemlich schwierig oder so klare Aussagen gibt es nicht. Mir, das kann ich nur für mich sprechen, ist nicht bekannt, dass die jetzt noch eine verbesserte Kupplung eingebaut haben. Ich weiß aber zum Beispiel, dass man eine Sportkupplung auch für ein CX von einer kleinen Firma in England bekommt. Die kostet dann zwar, weiß ich nicht, 400 Euro oder 500 Euro, aber die hat dann natürlich auch entsprechend Reserven, um halt Turboschube, die größerer Natur sind, auch noch eben umzusetzen. Okay, also wenn man das Tuning möchte, dann muss man noch ein bisschen investieren. Ja, aber klar ist natürlich, dass man das ist dann, die Frage ist, klar, 20% kriegt man eingetragen, glaube ich jedenfalls im Moment die Linie. Danach wird es natürlich schwierig wegen Nachweis, Bremse und so weiter. Man braucht sich ja keine Hoffnung machen, von Citroën selbst bekommt man genau nichts. Das interessiert die einfach überhaupt nicht mehr. Die haben, glaube ich, mit dem Thema abgeschlossen, oder? Ja, man muss sich dann an das Konservatoire nach Frankreich wenden. Aber auch dort, ich habe früher lange Jahre mit einem Ingenieur in Köln immer konferiert, da habe ich dann noch weitere Reifen eingetragen bekommen und sonst was. Das war dann aber, irgendwann ist das alles umstrukturiert worden, der Mann ist auch in Pension gegangen und dann war das erledigt. Und heute habe ich jetzt auch lange Zeit da nichts mehr gemacht, weil auch, man muss sagen, beim CX, bei der CX
Klientel ist das Tuning wirklich extrem. Nee, es ist extrem uninteressant. Ja. Ja, also es gibt ein paar Holländer und zwar ein paar Engländer, die haben sich da auch richtig reingehängt und haben Motoren gebaut mit 250 PS und mehr. Aber das ist ein Einzelfälle. Also es gibt nicht wie beim Audi und so weiter eine richtige Tuning-Szene. Hat es nie gegeben beim CX und wird es auch nicht mehr geben. Okay. Ja, das ist meine Aussage. Ja. Also gehe ich davon aus. Ja, natürlich kann es immer mal einen geben, aber es war auch nie ein Interesse. Ich weiß, es ist ja über das Forum oder über den Club. Wie gesagt, das bisschen mal Ladedruck hochdrehen oder so, ja, beim Turbo, dann hat man schon ein bisschen mehr Spaß, aber so richtig umfangreiches Tuning, wo man sagt, so bessere Kolben und dies und jenes und so weiter, das gibt es dann. Oder eine scharfe Nockenwelle oder was weiß ich was, das hat es nie gegeben. Ja, dafür ist auch, glaube ich, war der Markt dann auch, glaube ich, zu klein, also von den Motoren her. Wenn man jetzt einen Standardmotor genommen hätte, wäre es größer gewesen, weil der Markt ja relativ groß war. Ja. Muss man schon dazu sagen. Die Stückzahlen sind ja einige verkauft worden, aber ich sag mal, wenn man jetzt speziell diesen GTI Turbo 2 anschaut, ist die Stückzahl sehr überschaubar. Ja, was er jetzt auf dem Markt ist sowieso, ja. Und das war früher auch schon so. Und der Motor selbst, es liegt aber hängt auch ein bisschen, glaube ich, mit dem Gesamtcharakter des Autos zusammen, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ja, sicher. Das ein bisschen mehr Schub ist sehr nett, aber der durchschnittliche CX-Kunde, der hat nie den Fokus auf Höchstgeschwindigkeit und brachial und Ampelstart oder sonst was. Verstehe. Das ist Schweben. Ja, genau. Das ist das richtige Wort dafür. Ja. Gut, ja, du hast uns noch was mitgebracht. Ja, jetzt. Ich hatte das ja erzählt. Ja. Ihr habt ja dann auch die originalen Turboräder dazu bekommen. Haben wir noch, ja. Und die haben das Problem, dass sie diese teuren Reifen haben, die 210er, die es nur alle 3 Jahre gibt, neu. Die kosten dann ab 350 aufwärts. Dazu kommen die Felgen, die mittlerweile nach über 30 Jahren fast alle nicht mehr schön sind und oft nicht mehr gut aufgearbeitet werden können, weil die Alukorrosion schon zu tief gegangen ist. Und das hat vor ein paar Jahren dazu geführt, dass ein Bekannter von mir das Projekt angefangen hat, diese Felge dann in der Zollgröße zu bauen, weil das Original sind 15,3. Deshalb auch der Grund, warum nur die TX drauf können. Und ich habe dann, das war mein Bekannter, der hat das dann halt angefangen. Ich habe es übernommen, weil es dann auch, um es mit TÜV zu haben und so weiter, finanziell dann doch ziemlich aufwendig war. Und dann habe ich das übernommen und habe die Felge dann weiterentwickelt, sodass wir jetzt eine 16 Zoll Felge haben, mit denen wir dann 255 16 mit ABI fahren können. Genau. Also, das heißt, ein Reifen, der bei jedem kleinen Reifenhändler vorrätig ist. Du kannst im Prinzip den Wagen Testsieger bereifen für den Preis von einem TRX. Lass uns mal schauen gehen, weil ich glaube, du hast welche mitgenommen. Ne? Ja, ja. So, um es kurz zu machen, du hast für den CX 16 Zoll Felgen produziert. Ja. Damit man eben nicht die Original TX Bereifung fahren muss, wenn man nicht möchte. Ja, genau. Die Felgen, dazu gesagt, haben eine ABE. Diese muss man sich eintragen lassen oder einschreiben lassen, wie hast du gesagt? Nein, wir haben eine ABE und das Einzige, was man noch machen muss, ist, man muss eine Anbauprüfung machen. Das heißt, der TÜV-Mann prüft nur, ob die Felge die richtige ist und ob alles gemäß der ABE am Auto verbaut ist. Okay, aber dann, damit ist das Thema erledigt. Nein, es gibt keine Diskussion, ob das jetzt zulässig ist. Das oder ist durch die ABE schon erledigt. Okay, gut. Also, dann packen wir aus das gute Stück. So. Dann machen wir es sicher. Dieser ganze Stück. Man sieht den Größenunterschied, definitiv. Ja. So. Okay. Hier ist jetzt nochmal am Deckel. Ja. Das ist auch ein Unterschied. Der Originaldeckel ist aus Plastik. Ja. Der ist aus Kunststoff, aber mit einem Aluüberzug, sodass man also eine durchgehende Optik hat. Und der ist auch eben nicht so reingeklemmt wie beim Original. Aber das, was man da jetzt sieht, das ist Kunststoff. Ja? Nein, das ist jetzt nochmal eine extra Schutzfolie von dem Deckel selbst. Ja, also man, nicht, dass jemand glaubt, das sind Kratzer da drin. Nein, ja? Also das ist die Schutzfolie. Ja, das kann man hier, wenn man das abmacht, da sieht man schon. Ja, also ist klar. Ne? Also man sieht es. So. Also das ist dann original, das ist extra nur nochmal ein extra Schutz. Mhm. Und ja. Das ist es. Da ist die Kraftfahrt-Bundesamt-Nummer. Ja. Das ist also alles hochoffiziell. So. Also Marco, wenn du 16 Zoll Felgen haben willst, dann ist das der richtige Mann. Und ja, wo findet man es? Ich verkaufe die nur durch Propaganda? Nee, im Prinzip durch Mundpropaganda, beziehungsweise wo es auch offiziell im Shop ist, ist er bei der CX-Basis. Ah, okay. Ja. Mhm. So. Aber man kann sie bei mir auch kaufen, dann sind sie halt auch noch ein klein wenig billiger. Okay. Aber es ist kein Riesenunterschied. Aber ich arbeite schon lange mit der CX-Basis zusammen, wir kennen uns schon lange und das klappt doch gut. Also von dem her muss ich echt sagen, die schauen echt geil aus. Gut, also ich sage nochmal herzlichen Dank. Ja, danke auch. Moment.
Ja, das kann schon aussehen. Danke dir nochmal, dass du vorbeigeschaut hast. Ja. Waren ein paar gute, sind sicher ein paar gute Sachen dabei, die wir definitiv noch angehen müssen. Mhm. Und sonst kann ich eigentlich sagen, Auto fährt halt für das Alter entsprechend. Ja. Und das Wichtigste ist, beim Fahren immer nicht fest das Lenkrad anfassen, sondern locker und dann mit den kleinen Fingern die Satelliten bedienen. Und dann stellt sich da ganz allmählich, man muss ein CX einfach ein paar Tage fahren. Ja. Und dann kann man sich daran gewöhnen und kann auch diese Besonderheiten schätzen lernen und so weiter. Wenn man dann nur ein paar Stunden mitfährt, meistens springt der Funke dann nicht über. Frustriert halt. Aber die Gefahr besteht, wenn man dann so ein Ding eine Woche gefahren ist, dann hat man vielleicht den Virus. Na, schauen wir mal, ob Marco den Virus noch kriegen wird. Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao.